Hallo und willkommen zurück in den tiefen Unsümpfen von Let's Play Metroid Prime 2 Echoes. Nachdem wir am Ende der letzten Folge noch in den Tempelanlagen, bei der Sendeanlage des Raketensilo unser eigen gemacht haben, indem wir diesen Glaspanzer-Whatever-Gedöns weggeballert haben, oder besser weggebombt haben, bin ich nochmal zum ersten Speicherpunkt in den Sümpfen von Torvus zurückgekehrt. Und wir wollen in die unteren Tempelanlagen von Torvus, weil es dort weitergeht. Und jetzt kommen wir nämlich auch im unteren Bereich weiter. Und warum zeige ich euch das Ganze? Weil wir jetzt durch die neuen Mittel und Methoden trotz des Backtrackings unsere Wege in Windeseile zurücklegen können. Und wir nicht überall drumherum laufen müssen. Danke für die Rakete! Was man hier unten nämlich sehr schlecht sieht, ist, wenn man zumindest nicht auf die Karte guckt, dass man hier noch eine weitere Super-Missile-Tür hat. Hier wäre ich jetzt natürlich schon vor etwas längerer Zeit lang gekommen. Aber was uns den weiteren Weg verbarrikadieren wird an der Stelle, ist was anderes. Aber darauf komme ich gleich zurück. Der Körper ist durch Einwirkung unbekannter chemischer Substanzen schwer entstellt. Todesursache nicht festzustellen. Vermutlich fiese chemische Substanzen? Mal so neben die Tüte gekotzt. Kadaver erlitt schwere Verwundungen durch chemische Substanz. Verbindung weist Ähnlichkeiten zu Verdauungssäften auf, die in verschiedenen Kreaturen entdeckt wurden, zum Beispiel in Berns. Möglicherweise hat etwas versucht, den Kadaver zu verzehren und wurde dabei gestört. Wie Indien 08 meinte, könnten es ja quasi Notfallprogramme gewesen sein, weil die Luminot laut seines Erachtens nach natürlich diesen Krieg verlieren mussten, wenn sie nicht in der Lage sind, sich eine Lunchtüte zu basteln oder etwas zu essen mitzunehmen. Ich kenne dich, ob ich es nicht brauche, ich kenne dich. Und vielleicht haben sie gedacht, oh, der Luminol sieht aber lecker aus, aber der schmeckt ja gar nicht. Ist der unlecker. Oh, und ich außerdem habe ich gar keine Zähne. Und es ist ethisch sehr bedenklich. Und hier sind wir im Meridia-Gedächtnisbereich des Spieles. Ich liebe diese Hintergrundmusik aus Super Metroid, Meridia quasi entnommen. Ah, so unheimlich und gleichzeitig beruhigend. Morphologie Block schreibt sein eigenes Tagebuch. Äußerst widerstandsfähiger Wasserräuber, kräftiger, sich schnell fortbewegender Seebewohner. Äußere Hautschicht ist nicht zu durchdringen, die Maulpartie ist jedoch verletzbar. Ich hasse diese Gegner wie die Pest. Ich hasse sie wie nichts Zweites. Oh, da sind wir auch schon. Ja, schwimm weiter, kleiner süßer Fisch. Ich hasse Fisch. So. Es kommt. Ich höre was. Bitte nicht, lieber Fisch. Ich bin noch kein Angelköder. Ah, ja, da oben. Wir haben drei von diesen Dingern. Die kann man nur von hinten scannen. Deswegen können wir die anderen auch nicht scannen. Und Zutritt zum Sicherheitsbereich zu erhalten, müssen alle Sperren des Bereichs deaktiviert werden. Das sind drei Stück. Und deswegen zack diese Folge. Wir haben nämlich viel zu erledigen. Wir haben wahnsinnig viel zu erledigen. Wir müssen diese drei Dinger scannen und müssen dafür riesige Umwege laufen, damit wir an die anderen zwei jetzt rankommen. Oh, habt ihr gesehen? Der hat gesehen. Oh, eine Kugel. Und die ist lecker. Lecker Kugel. Schokokugel. Und deswegen, ja, sieht ja auch so schön schokoladisch aus mittlerweile, dank des Dark Suits. Hätte ich das besser nicht sagen sollen? Ah, es ist egal, wir sind alle liebe Menschen, gell? So, ich glaube, wir müssen noch weiter. Ja, ihr seht genauso viel wie ich, liebe Leute. Also quasi fast gar nichts, weil das alles hier jetzt in dieser Folge quasi unter Wasser stattfinden wird, was wir haben. Die Unterwasserabenteuer von Samus Aran. Und genau das ist der Grund, weswegen wir spätestens jetzt nicht mehr weitergekommen wären. Wir brauchen die Seeker-Missile-Ausführung, damit wir dieses Tor öffnen können, um hier weiter durchzukommen, um die anderen Sachen zu scannen. So, aber zu scannen, zu aktivieren, und deswegen werde ich mich mal durch diesen Bereich jetzt scanmäßig durchbewegen, weil es wieder einige neue Sachen geben wird, die wir scannen können. Ich glaube, als Mrs. Ball komme ich hier auch nicht so besonders gut durch. Oh, diese atmosphärische Musik. Oh, meine Wangen glühen. Und die Gegner leider auch. Oh, wieder ein Navi. Ein Navi für den Kopf? Ein Gedächtnis? Nein! Oh mein Gott, es lebt noch! Sie lebt noch! Unsere Erzfeindin!
Was war das denn jetzt? Oh, Wasser! Hihi, Wasser! Ich kann nicht, ich muss nicht schwimmen! Keine Ahnung. So. Was haben wir denn hier, Feines? Wir haben wieder Blocks. Wir haben ein rotes Kinect-System mal wieder. Aber ein Generator außer Betrieb. Feines Präsenz setzt Sicherheitsmaßnahmen in Kraft. Danach Sicherung des Bereichs lässt sich die Vorrichtung wieder in Betrieb nehmen oder so ähnlich. Und anderes Objekt. Okay. Werden wir uns mal in die Höhle der Löwenfische begeben und mal... Oh, man sieht wieder nichts. Los, greif mich an! Kommt es? Nein. Was? Oh, natürlich der Falsche! Du Sau! Schon wieder der Falsche! Ihr Säue! So, ja. Oh, Rakete! Genau! Man muss es... Ich glaube, man muss es mit Raketen bekämpfen, damit es kaputt geht und so lecker zerplatzt. Und was passiert, wenn kleine, mittelgroße Fische in viele Einzelteile zerplatzen und blutüberströmt in den Wogen des Meeres davongleiten? Es kommen große Fische. Objektanalyse abgeschlossen. Standbild verfügt über Antriebseinheit, ist derzeit aber außer Betrieb. Bombenmulde im Standbild ermittelt. Bombenmulde muss mit Energie versorgt werden, um das Antriebssystem des Standbildes in Betrieb zu setzen. Aber das dauert noch ein bisschen, bis wir dahin kommen. Aber was wir hier noch machen können, ist eine Geschichte der Konflikte. Unser Krieg beginnt. Mitzunehmen? Ich weiß immer noch nicht, wann ich das mal vorlese. In dieser Folge mit Sicherheit nicht. Ich hoffe, dass ich so weit komme, wie ich möchte. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Aber ich versuche zumindest, wir tun, was wir können. So, wir haben jetzt den roten Weg geöffnet und wir werden jetzt diesen roten Weg nehmen, um einen der beiden Ausgänge dieses Raumes mitzunehmen, der dann hoffentlich langfristig genau in die Region führt, die wir dann brauchen, um ein weiteres Objekt zu scannen. So, ja, aber mehr oder weniger schon alles mit weggepackt. So, mach da Türchen auf und da sehen wir eine neue Vorrichtung, nämlich den kinetischen Kanonensystem. Navigator, aktiv ist das Ding. Verwendung des Systems muss als Hologramm im Morphball-Modus berührt werden. Ich frag mich ja immer noch, wer das sonst außer mir benutzen soll. Ich meine, es ist der Ätherplanet, das haben alles die Luminaut erbaut. Und, wer kann sich von denen in eine Kugel manövrieren oder verwandeln oder was auch immer, um das ganze Zeug benutzen zu können? Ich habe davon noch keinen gesehen. Aber vielleicht war das auch der Grund für den Massenexitus. Man weiß es nicht. Netin ist aufgefallen. Bernd, du hast ja den Boss, der da irgendwie so als schwierigster Boss des Spiels gilt, den hast du ja richtig übel, hast du den mitgenommen. Jo, aber ich hab vorher geübt, also. So ist es nicht, Rakete. Keine Rakete. Soll das mal probieren, einfach so einen Blocktypen da auch mit einem Chargebeam schaden können? Nein, ich hätte jetzt beinahe was Spoilernes gesagt. Aber es gibt ja genug Leute, die das nicht kennen, das Spielchen. Oh, hat er Aufmerksamkeit. Das ist ein Oh mein Gott! Commodore, ich schieß dich! Ich schieß... Ja, das bringt ja nichts, weil... Außenhaut. Aber das ist denen scheißegal, was ich hier tue. Die machen nichts. Die kommen nicht. Außer... Jetzt hat er aufgehört zu kommen. Oh, jetzt kommt er, während ich auflade. Danke, du Pisser. So. Ist es tot? Ist es tot? Nee, es ist nicht tot. Jetzt gibt's wieder Raketenmenü. Rakete zum Frühstück. Hier, nimm dies. Los! Jawohl! Wunderbar, endlich! Weg, ich seh nichts! So, und du da hinten, kommst du? Komm du zu mir! Ich hab den Zahnarztschuss dabei! Hey! Hey! Verdammt! Ich verbrauche ja meine Missiles ohne Wenn und Ab. Boah, diese, ich hasse diese Scheißviecher! Da rennt man da hinterher, versprüht noch sein Deodorant und... Kriegt's dann trotzdem fast nicht hin. War das eine Rakete? Ich hoffe, das war mindestens eine Rakete. So, jetzt müssen wir erstmal... Ist das Unterwassersee, Fischgras? So, wir gucken erstmal. Wir gucken mal. Wir wollen ja nichts übersehen. Und hier kann man, glaube ich, relativ flott was übersehen. Ah, ein Raketen. Da Hinterlassungsgesöff. Nein, natürlich nicht. Sauerei. Moment. Ah, da. Von der Seite kommen wir dahin. So, Raketen, wenn wir noch Unmengen brauchen... gerade auch wegen dieser dämlichen Blocks und deswegen hoffe ich ja inständig, dass ich mal welche bekomme aus diesen Drops-Kartuschen-Containern. Los, her damit. So, da hinten ist wieder ein roter Körper. Also, der gibt wieder Lore dazu. Also Geschichte und Scannung. Wir haben übrigens 35, wahrscheinlich jetzt 36% aller Items des Spiels schon gesammelt. Yay. Sechs Vermächtnis. Yay.
Es ist ein weiterer Schlüssel, Alter. Drei davon fehlen noch, dann haben wir sie alle, glaube ich. So, da ist eine Tür, da kommen ja auch du... Ah, da oben ist noch Lore. Wahrscheinlich denken die, oh, wir haben das jetzt mit einem Gefängnisgitter versehen. Da kommen die jetzt noch nicht ran, aber das nehmen wir trotzdem mit. Aber wir kommen noch nicht an das schnuckelige Portälchen daran. Das wird noch ein bisschen dauern, wird noch ein bisschen dauern. Aber wir nähern uns mit relativ großen Schritten, ja, nicht dem Ende dieses Gebietes, das ist jetzt dann auch noch ein bisschen, aber wir nähern uns mit großen Schritten der Vervollständigung von allem. Wenn ich das richtig im Kopf habe, haben wir noch etwa 2 Major Upgrades, die wir bekommen müssen, damit wir auch den letzten Schlüssel, die beiden letzten Schlüssel dieses Gebietes mitnehmen können. Oh, seht ihr, es sind hier neue Viecher aufgetaucht. Ich hab mich schon gewundert, weswegen sie nicht da waren. Blocklinge. Morphologie-Blocklinge. Aggressives Block-Jungtier. Gewaltsames Jungtier. Verwendet Ram-Attacken, wenn es gereizt wird. Hat also von Mama und Papa gelernt, wie es scheint. So, damit ist das zweite Sicherheitsmodul auch gescannt worden. Und eine weitere Gabel zum Fischessen klappt sich nach oben. Und legt den Weg... Ich weiß ehrlich gesagt... Obwohl das... Ach so, das... Ah, verstehe. Das war das hier. Aber ich werde den alten Weg wieder benutzen. Wir müssen nämlich jetzt wieder in die gleiche Raum zurück. Das kann ich aber mal hier mal sehen. Kugel. Aber wir haben noch den... Der Boostball. Und mit dem Boosten wir uns ein bisschen schneller durch dieses Boost langsame Wasser hier durch. Aber keine Sorge. Habe ich die schon gescannt? Nein. Wieso habe ich die denn nicht gesehen beim ersten, beim eben vor, verdammt nochmal. Morphologie Samenberster. Auch ein Spitzname von mir. Schwarm einer explosionsfähigen Pflanzenform. Umherstreifende Gruppe kleiner, flugfähiger Pflanzen stoßen bei Bedrohung mit hoher Geschwindigkeit Samenkapseln aus. Okay, dafür brauche ich immer so eine Woche, bis ich das wieder kann. Nein! Oh, mehr Rakete. Mehr, ja! Volle Raketenanzahl, yes! Aber leider ist die Population... Ach, das, jetzt haben wir hier neue Gegner. Blocklinge. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich die jetzt... Konnte ich deren Außenhaut so kaputt machen? Ja, wunderbar, die halten nichts aus. Yay, yeah. Deren Haut ist noch nicht mit Nivea eingestäubt. Sind sie jetzt hinüber oder sehe ich mal wieder einen nicht? Hallo, bin ich jetzt alleine, wie es sich gehört für ein Metroid-Spiel? Ich glaube, ja. Ansonsten hoffe ich, dass ihr meine... Ey, dreh dich weiter. Dass ihr meine Vorliebe für dieses Stück Musik, auch wenn es eher atmosphärischer Natur ist, vielleicht ein bisschen teilen könnt. Vielleicht liegt es aber auch an mir, weil sich entsprechende nostalgische Erinnerungen an den grandiosen 2D-Teil Super Metroid auf dem Super Nintendo wieder in meinem Kopf erwecken lassen dadurch. Okay, baller die Tür auf. Und hier haben wir den nächsten Weg, der uns denn da führt in ein anderes Untergebiet, in dem wir die Kinect-Bewegungssteuerung benutzen, um uns hier durchzuschlagen. So, das hier, dieser Raum ist relativ interessant gestaltet, finde ich. Es gibt 2 Schrauben und Wasserschrauben. Und eine ist aktiv, die andere nicht aktiv und mal ist die aktiv, die uns wieder zurück, stößt. Und deswegen müssen wir quasi einen Schalter betätigen, damit wir da durchkommen und wieder hierhin gelangen. So, ich hab noch den Light Beamer gehabt. Dann wollen wir das hier mal schön ausmachen, gell? Oh, wir haben hier Lasertechnologie. Und wieder Blocks, dankeschön. Objektanalyse abgeschlossen. Es handelt sich um ein getarntes Feld zur Fortbewegung. Die Gestaltung dieses Feldes soll die Ing von seinem tatsächlichen Zweck ablenken. Durch Beschuss des Lichtkristalls an der Unterseite lässt es sich verwenden. Yay! Wissen wir Bescheid, was wir zu tun haben. Bodenbedeckung besteht aus transparentem Dentium. Ram-Attacken lokaler Lebewesen haben sie entscheidend geschwächt. Aber leider noch nicht so sehr, dass wir da durchkommen. Leider... Aber ich hoffe inständig, dass sich hier nur einer der großen Blocks entlang bewegt. Der große Blogger. Moment da, hab ich was anderes anvisiert. Und? Kommst du? Oh, ich höre was. Da kommt er. Oh, und habt ihr gesehen? Im allerletzten Moment hat er erst sein Mäulchen geöffnet. Das heißt, es bringt nichts, wenn wir die Rakete schon weit im Voraus abballern. Das ist leider vergebene Liebesmüh. Aber hier haben wir nochmal mehr Lore. Konflikte, erneuter Schrecken. Und... Habe ich da oben noch irgendwas gesehen? Ich schwese jetzt gerade nicht mehr. Ist auch jedenfalls auch egal.
So, was haben wir denn hier Feines? Objektscan abgeschlossen. Objekt ist im ständigen dimensionalen Wechsel. Vollständiger Scan des Gyrogenerators nicht möglich. 50% der atomaren Masse befinden sich in einer anderen Dimension. Auf der anderen Oberfläche des dunklen Äthers. Das kennen wir ja quasi schon. Aber, achso, da haben wir noch... Was ist das? Achso, das ist der Laser. Luminotischer Laserermitter, Emitter, einsatzbereit. V-Richtung wird mittels Gyro-Generator ausgerichtet. Frage mich ja, wie auf einmal von solchen Geräten sich diese die atomare Masse einfach mal dimensional shiften kann. Und ich sehe gerade einfach... Ah, da ist eines der Dinger. Kann ich den Kristall da unten noch scannen? Ich glaube, das geht nicht. So, müssen wir erstmal... Okay, das Ding sieht weiß aus, dann wollen wir es mal anschwärzen. Dreh dich! Ich glaube, man hat jetzt hier keine zeitliche Begrenzung dafür. Aber wir müssen jetzt noch... Ah, da hinten war das andere Teil, was ich gesucht habe. Jawohl! Unsere Robin Hood-artigen Schusskünste mit unseren Beams haben natürlich dafür gesorgt, dass wir in einem einzigen Schuss das Ding auch treffen. So. Wie ihr oben sehen könnt, gibt es hier wieder genug Spider-Ball-Tracks. Leider noch von mir nicht benutzbar. Oh, der Laser ist gerade... Kann ich mich... Oh, es stößt mich nur weg, scheinbar. Öppidöppidöpp. Okay, dann wollen wir uns einmal kurz hierhin begeben. Oh, eine Bombenmulde. Und eine Tür, die wir noch nie gesehen haben. Zumindest nicht in dieser Struktur. Türpanzerung von der Zutritt. Die technische Analyse der Türpanzerung ergibt, dass sie den meisten Waffen gegenüber unempfindlich ist. Um sie zu durchdringen, empfiehlt sich der kombinierte Einsatz heller und dunkler Energie. Ja, da kommen wir noch nicht durch. Das darf ich an der Stelle schon mal sagen. Aber es ist, glaube ich, auch die einzige Tür... Nee, es gibt noch zwei Türvorrichtungen, die wir noch nicht benutzen können. Zwei Türarten, da kommen wir noch nicht durch. Das ist eine davon. So, ich gucke jetzt aber nochmal in die Richtung. Irgendwas, Spider-Ball-Tracks haben wir gescannt. Und offensichtlich komme ich da... Oder von der da aus? Oder? Da will ich jetzt mal austesten. Ich weiß, ich muss da unten hier zum dunklen Portal, damit ich die Welt wieder wechseln kann. Sonst kann man hier nicht weiter. Aber ich wollte mal ganz kurz gucken, ob ich mit Hilfe des... Ah, vergesst es. Vergesst es. Ihr könnt... Nein. Also, dann machen wir das später. Wir gehen jetzt hier fein ins dunkle Portal und machen mit der Zeit weiter. Was haben wir denn? 17 Minuten. Ja, die Shindy, die wird sich schon wieder denken. Ey, Bernd, wie, du hältst dich jetzt wieder so. Das kann ich ja gar nicht ab. Das ist mein Sehvergnügen, was da drunter leiden wird. Ruhig, ruhig, einfach ruhig bleiben, Kind. Nein, falsch, falsch. So, gucken wir mal, ob wir dunkle Munition kriegen. Jawohl, wunderbar. So, gibt's... Oh, es gibt neues, altes Zeug. Altes Zeug, altes, ganz altes Zeug. Sind wieder die scheiß Piratenkommandos hier, oder? Wo sind sie? Wo sind sie? Ich hasse... Achso, Moment, ich glaube, mir hatte irgendjemand erzählt, dass Darkbeam gut ist. Gegen zumindest im aufgeladenen Modus. Verdammt, wenn ich diese Penner mal sehen würde, wäre das ja alles geil. Aber ich sehe sie, wenn es zu spät ist. Da oben. Da oben. Griff ich ihn. Jawohl. Ist er hinüber? Ich glaube, einen haben wir. Ja, einmal Icebeam-mäßig aufladen und töten. Und dann eine Rakete hinterher. Dann ist das alles wunderbar. Und? Ah, verdammt, die haben aber so eine Explosionsreichweite, dass das nicht mehr fein ist. Okay, dann haben wir sie erledigt. Dank einer tollen kombinierten Einheit aus Rakete und Darkbeam. Okay, darf ich noch mehr Darkbeam? Ja, wunderbar. Und jetzt, ich muss es tun. Weil wir in der Dunkelheit sind, will ich meinen Lightbeam aufladen. Und meine Energie natürlich auch. Und jetzt gucken, dass wir hier einigermaßen vorwärts kommen. Also. Jetzt muss ich erstmal wieder mich umschauen. Ah ja, genau. Viel gibt es hier, glaube ich, nicht. Ich kann ja, glaube ich, auch nicht scannen. Oder? Das haben wir quasi schon. Okay. Dann bedeutet es, wir wollen mal kurz hier hin, um den Laser ein bisschen umzustellen. Damit er hier schön gegen eine... Was ist denn jetzt passiert? Plöpp, plöpp. Oder, Moment. Das ist, war das jetzt der Sound, wenn irgendein USB-Gerät aufhört zu funktionieren, oder? Ich habe jetzt Angst, dass meine Aufnahme für den Arsch ist. Aber testen wir einfach mal. Ah, da drüben kann ich noch was Blaues kennen. Nicht wichtig, aber egal. Diese Schildbarriere ist unzerstörbar. Der Steuerkristall muss lokalisiert und aufgeladen werden, um die Schildbarriere zu deaktivieren.
will jetzt aber erstmal was anderes. Gibt's hier noch irgendwo Kisten? Ja, ist mein Energievorrat gerade nicht so ganz geheuer. Na egal, dann haben wir das soweit erreicht. Dann wollen wir uns wieder aufmachen in das helle Gebiet, damit wir weniger Energie verlieren. Obwohl das Schöne ist an diesen Lichtkuppeln natürlich, wenn man genug oder zu viel Zeit hat, kann man einfach drin stehen bleiben, bis man wieder vollgeheilt ist. So, Population des Blocks wieder da, vermutlich. Ja, und die anderen Teile sind auch wieder schön umgedreht. Danke, Spiel. Plopp! Habt ihr gesehen? Da wieder im letzten Moment. Das ist das Problem. Man muss sie kaputt machen, bevor sie einen rammen, mehr oder weniger, weil man dann nicht mehr ballern kann. Und was passiert? Ah ja, stimmt. Ich muss noch das Ding da umschießen, damit wir uns in die andere Richtung... Aber so, quasi mal auf die Plattform da begeben. Oh nein, nein, nein! Ich hasse das Teil! Wegen dieser scheiß Wassersteuerung. Wegen dieser scheiß Wassersteuerung. Diesen Sprung verhau ich doch fast jedes Mal. Den nicht. Aber... Ja, im letzten Moment. Es ist unglaublich. Eben schaffe ich es auf Anhieb. Und jetzt nicht mehr. So, Samus. Bitte schön mit den Fingern und Rudern paddeln. Jetzt im letzten Moment. Oh Gott, yeah. Gut. Rüber hier. Und hier nochmal rüber. So, jetzt habe ich keine Ahnung mehr, was wir hier eigentlich gemacht haben. Wie funktioniert... Ah, okay, wir können das Ding hier nochmal scannen. Das ist, Neutrale Analyse abgeschlossen. Luminotischer Laser im Meta bleibt in momentaner Position fixiert. Weitere Ausrichtung ist hier nicht möglich. Okay, das heißt, wir dürfen nichts anderes tun. Verdammt. Ich muss gestehen, jetzt habe ich gerade keine Ahnung mehr, was ich hier tun soll. Da rüber? Das war so ein Ding? Ach so, das Ding da hat sich aktiviert. Ah, scheiße! Scheiße, kann ich da trotzdem drauf? Komm schon, Samus, das... Scheiße. Okay, ich wusste nicht mehr, dass ich das Ding hier auch nochmal aktivieren muss, um da ganz rüber zu kommen, oder muss ich... Oder hätte ich da gar nicht erst rüber gemusst? Moment mal. Oder ist es an, so, dass es an beiden Teilen quasi also Plattform ausfahren, also diese Plattform hier ausfahren, zumindest zwei Stück davon, sodass ich zu diesem kinetischen... Jetzt schaffe ich es ohne Probleme auf Anhieb. Nee, das Ding fährt sich nicht hoch. Okay. Scheiße. Dabei habe ich das gestern erst vorgespielt. Also bitte. Warum habe ich den ganzen Scheiß hier wieder vergessen? Moment, war da oben was? Okay, da oben ist nochmal eine Bombenmulde. Aber da komme ich jetzt noch nicht hin. Aber hier komme ich jetzt hin. Und hier komme ich jetzt hin. Yay. Aber meine Energie macht mir gerade langsam ein bisschen Sorgen. Aber muss es das? Ich hoffe nicht. Ich, wie gesagt, ich hätte mir schon lange einen neuen Energiecontainer holen können, aber... Egal. Preet, mit Giftgas gefüllte kybernetische Lebensform. Objekt ist nach Möglichkeit aus der Distanz anzugreifen. Zerstörung der Außenhülle setzt hochgiftige Wolke frei. Das ist natürlich ganz besonders geil für unsere Gesundheit. Boah, jetzt werde ich zur Halkine. Gab's doch auch irgendwie, so Female Hulk. Da gab's doch irgendwas. Ich habe das zwar noch nie gesehen, aber ich habe irgendwann was drüber gelesen oder sowas. Oder ein Bild dazu gesehen. Natürlich ist der BH und die Hose das einzige Kleidungsstück, was bei der Ausdehnung des Muskelfleisches auch erhalten bleibt. Würdest du das scannen? Dankeschön! Sehr liebenswürdig von dir. So, wir haben alles gescannt, was ist hier... Also alle drei Scan-Dinger gescannt, die wir scannen müssen, um weiterzukommen, um weitere Dinge zu scannen. Und ich glaube... Oder? Will ich es riskieren, will ich es nicht riskieren? Ich weiß es jetzt gerade. Obwohl... Nein. Ich riskiere... Wie viel lange habe ich denn jetzt aufgenommen? 24 Minuten. Oh ja, komm! Das meine ich. Das meine ich damit. Das ist diese... Dieser Warnhinweis, wo ich jetzt als nächstes hin muss. Da bin ich doch streng nach Vorschrift vorgegangen. Jetzt würde die Karte... Ah, was soll's, ich werd's riskieren. Ich werd's einfach riskieren. Hier unten kann ich mich nämlich auch nochmal aufladen. Ich hoffe, die Scheiße geht langsam irgendwo weg. So, ich gucke mal ganz kurz, ob ich hier noch scannen kann irgendwas. Nein? Dann gehen wir langsamen Schrittes durch dieses elende Gewölbe jetzt hier. Es geht nämlich noch weit runter, weil wir hier ein kleines bisschen aufpassen müssen. Tut mir leid wegen der was soll's, ich drücke jetzt einfach mal drauf. Wir sind nämlich fast da. Ne? Hier unten musst du hin. Da ist der nächste, der nächste Ort, wo du hin musst, um eine Fähigkeit zu finden, die dich weiterbringt. Das Problem an der ganzen Sache ist, ich hab das schon mal ausgestellt. Moment.
Die hatten wir schon mal gescannt, ne? Ja, okay. So, ihr dürft mir jetzt wahnsinnig viel Energie gerne da lassen, ihr kleinen knuffigen Fischschollen. Genau deswegen habe ich es dann noch gesagt. Was war das denn? Was war das denn? Angst? Angst? Ihr dürft mir gerne... Also einen weiteren vollen Energiecontainer hätte ich dann schon noch ganz gerne, ihr kleinen Knuffis. Komm, komm. Was da? Was, das war's schon? Sauerei, ich hoffe, ich krepiere nicht. Ja, wir haben nämlich hier was. Morphologie Alpha Block, gewaltiger Anführer eines Blockschwarms, imposanter Wasserbewohner, der seine Gegner mit einem Schallstoß angreift, teilt die Stärken und Schwächen seiner kleineren Brüder. Ah, ja, das ist der, den die Brüder holen, wenn sie Brüder holen wollen. Oh mein Gott, ich hoffe, das wird was. Ja, meine Energie ist gerade winzig klein. Winzig kleine Energie. Ich glaube, hier kommen auch keine Gegner. Ich hatte bei meinem Testdurchspielen von den Fischschwärmen da zumindest mehr gekriegt. Mehr Energie gekriegt. Und das darf ich vielleicht sagen. Mich das, was mich da erwartet. Okay, da kommen wir noch nicht lang. Da sind Spider-Ball-Tracks. Aber hier kommen wir lang. Und dann haben wir unser Ziel quasi erreicht. Endlich. Dann ist das scheiß Martyrium endlich zu Ende. Oh ja, da ist es. Was könnte das sein? Der Gravity Boost! Ein neuer Boost! Der uns allerdings unter Wasser schneller macht. Kenner werden jetzt denken, Moment mal, kein Gravity Suit? Nein, das würde mit dem Suit-Konzept des Spieles nicht wirklich ineinander greifen und deswegen haben wir einen neuen Unterwasserschrauben-Rucksack. Den Gravity Boost erhalten! Und warum so ein toller Rucksack dafür sorgt, dass wir viel besser unter Wasser sehen können und quasi gar keine Wasserphysik mehr auf uns wirken lässt? Ich weiß es nicht. Es ist aber so. Oh. Drückt mir die Daumen, Leute. Drückt sie mir. Jetzt wird's heftig. Und lästig. Gut, wir sind in der Trilogy-Version. Da ist der Schwierigkeitsgrad ein bisschen runtergefahren worden. Deswegen könnte ich es überleben. Mit der wenigen Energie. Es ist der Alpha-Block und er hat Hunger. Und er mag es nicht, wenn fremde Säulen in seinem Schlafzimmer wohnen. So, da wir ihn gescannt haben, müssen wir ihn, glaube ich, nicht nochmal scannen. Jo. Und da schießt er seine scheiß Schallwellen. Und genau das ist das Problem. Im letzten Moment kann man nur die Supermissile dort reinfeuern. Und ich muss erstmal das Zeitfenster dafür wieder reinkriegen. Willst du nicht auf mich losgehen, Alpha Bloggy? Komm, Alpha Bloggy, komm! Komm zu mir! Okay. Ich muss ihn Scheiße! Ah, ich hasse diesen Kampf wie die Pest! Oh. Okay, jetzt aber. Wir treffen ihn, während er da rumschwänzelt. Und oh, Pauz! Oh, das wird wohl darauf hinauslaufen, dass wir uns gegenseitig eins, komm, super sein! Hab ich getroffen? Nein, scheiße! Oh, scheiße! Okay, anstoßen, anschießen, während er da kommt. Und jetzt! Ich hab's noch nie gekonnt, dem gescheit auszuweichen. Würdest du? Mal sehen. Oh, okay. Wir haben ihn zumindest angeschossen, während er den da macht. Oh, wenigstens treffe ich ihn! Oh mein Gott! Okay, treffen und nochmal Supermissile aufladen. Komm der, komm. Ah, oh, fuck! Ich werde es nie hinkriegen, fürchte ich. So, Bloggy, du darfst jetzt erstmal Schallwellen schießen. Genau. Dann treffen wir dich dabei. Und... Oh, okay, wir haben ihn fast. Er uns zwar auch, aber es ist egal. Ah, oh, Gott sei Dank ist es... Jawohl, ich habe ihn getroffen. So, Gott sei Dank ist es... Oh, Gott sei Dank, es ist vollbracht. Gott sei Dank sind wir hier in der Trilogy-Fassung. Auch einer der fieseren Gegner. Und, keine Ahnung, ich hab diesen Kampf noch nicht schön hingekriegt. Also deswegen, es tut mir leid, liebe Leute. Aber es ist nun mal so. Man muss irgendwie die Supermissile, wenn man sie abfeuern denn will, im genau richtigen Zeitpunkt abfeuern. Und dann noch rechtzeitig weg zur Seite wegstraven. Ansonsten kommt man da nicht weg. So, mit dem Gravity Boost können wir nicht mehr den Doppelsprung unter Wasser, sondern ein drittes Mal den Sprungknopf gedrückt halten, die Schraube aktivieren, die uns dann noch etwas höher treibt. Wasser! Und damit kommen wir dann auch wieder zum Ende im Gelände. Hierhin. Und
können nochmal den Fischschwarm hier ein kleines bisschen für unsere Zwecke missbrauchen, um unsere Vorräte etwas aufzuladen. Weil wir nur einen ganz kleinen Exkurs machen müssen. Nämlich, war das hier? Nein, hier war es nicht. Moment, ich muss gerade mal auf die Karte gucken. Achso, das war da drüben in der Ecke. Wir haben nämlich hier unten noch ein Portal. Wenn ich es denn finden sollte. Achso, hier oben. Da kommen wir jetzt auch hoch. Da haben wir den Gravity Boost. Unser eigenen. Und können mal einen ganz kurzen Abstecher noch einmal in die Welt der Dunkelheit und des Todes machen. Das ist nämlich eine Sache, die man sonst sehr, 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 sehr leicht übersieht. Und zwar verbirgt sich hier das, was ich eben versehentlich schon mal im Kopf hatte. Einer der Schlüssel für den dunklen Tempel von Torvus. Den nehmen wir mit. Ansonsten gibt es hier, meine ich, nicht zu scannen oder zu sehen. Weil es gibt zwei Türen und die kriegt man nur mit Powerbomben weg. Und da bin ich... Oh! Ich sehe sehr erfreut, dass der Fischschwarm doch meine Lebenspunkte ein gutes Maß aufgebohrt hat, möchte ich dann fast sagen. So, damit habe ich das erreicht, was ich in dieser Folge auch erreichen wollte. Wir begeben uns doch ein letztes Mal zurück. Nein! Oh mein Gott, jetzt habe ich aber ordentlich Munition verplempert. Begeben wir uns doch mal ein letztes Mal zurück an die Oberfläche, um zu speichern. Raus, dort, Lungs. Mal ordentlich aufgedönsen, so. Und, ja. Die ganze Unterwasser-Episode, oder zumindest das, oder die ekelhafte Variante der Unterwasser-Episode, ist damit endlich soweit vollbracht und geschafft. Wir haben endlich das Device, womit wir hier unten Wirklichkeit haben, ohne Ende. Von da. Ach, Quatsch. Oh, Fark! Lass mich hoch. Womit wir hier unten endlich die Beweglichkeit haben, die wir so schmerzlich vermissen. Verdammt nochmal. So schmerzlich. Komm schon, oh mein Gott, ich komme nicht klar gerade. Oh, so. Einfach nur nach oben. Einfach nur genau. War das hier? Nee. Scheiße. Okay, dann eben nochmal etwas nach oben. Und jetzt sollte ich aber da sein, wo ich sein will. Ja genau, also wir haben nicht mehr mit den Nachteilen zu kämpfen. Verdammt, wieso gibt's den? Gibt's den etwa nicht mehr? Diesen Apparatus, der mich ganz nach oben bringt? Scheiße. Er hat sich vielleicht ausgestellt jetzt mittlerweile. Okay, dann müssen wir jetzt... Oh, bitte. Jawohl. Müssen wir uns manuell nach oben begeben und uns noch an diesen Plattformen hier vorbeikämpfen. Habe ich die jetzt gescannt? Jawohl. Bitte, Plattform. Okay. Nummer 1. Paddel Nummer 2. Und von hier aus komme ich nach oben. Wunderbar. Und kann diese Tür jetzt endlich aufmachen. Ich hatte eben überlegt, ob ich hier hin soll, bevor ich mich zum Alpha-Block aufmache. Aber das braucht mir zum Glück nicht. So, Energievorrat wird aufgefüllt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Metroid Prime 2 Echoes. Bis dann. Ciao.